Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu Call of Duty Ghost, dem neuesten Ableger der Call of Duty Reihe. Dieses Jahr war wieder Infinity Ward am Drücker sozusagen. Wir zocken jetzt die Kampagne gemeinsam auf der PlayStation 3. Und allerdings zocken wir nicht nur gemeinsam die Kampagne, sondern in anderen Videos auch noch natürlich den Multiplayer und den Extinction Mode, ja, der ja mit Aliens und anderes Getier so ist. Und ja, ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet, um das Ganze zu unterstützen, ja, und damit ich euch schneller die Videos raushauen kann. Und ja, schreibt mir auch gerne mal einen Kommentar zum Spiel, was ihr davon haltet. Ich bedanke mich schon mal fürs Like und Kommentieren, für eure Unterstützung, und ich würde sagen, genug gequatscht, wir fangen eine neue Kampagne an. Es war eine andere Zeit, ein anderer Gegner. 60 Mann aus den besten Einheiten wurden geschickt, um sich 500 Gegnern zu stellen. Ihr Ziel war es, den Feind von einem Krankenhaus zu vertreiben und die Patienten zu retten. 3 Tage hielten sie durch, aber der Feind war zahlenmäßig einfach überlegen. Aus den 60 wurden 15. Noch eine Nacht würden sie nicht schaffen, und der Feind wusste das. Im Schutz der Dunkelheit evakuierten sie das Krankenhaus, schickten nur einen, um sie anzuführen. Der Rest kehrte zurück und bezog unter den Leichen ihrer gefallenen Kameraden Stellung. Da lagen sie und warteten, überströmt vom Blut der Gefallenen. Der Sand klebte an ihnen wie ein Schleier. Er veränderte sie, läuterte sie. Als der Feind kam, erhoben sich die letzten 14 aus dem Wüstensand. Sie waren unsichtbare Jäger, und gegen ihre Tarnung konnte niemand etwas ausrichten. Als ihnen die Munition ausging, benutzten sie ihre Klingen. Und als die Klingen stumpf waren, benutzten sie ihre Hände. Als sie Staub und Sand gelegt hatten, war nur ein einziger Feind übrig. Er wurde in der Wüste gefunden, ziellos umherwandernd, traumatisiert. Er warnte die anderen vor einer so gefährlichen, unschlagbaren Macht, dass man sie für übernatürlich hielt. Er nannte sie Ghosts, Geister. Und das ist wirklich passiert? So geht die Legende. Ach, Dad, du glaubst doch nicht, dass die Geschichten real sind. Ja, das mach ich. Los, gehen wir zurück zum Haus. Gehen wir. Na los, Tempo. Boah, muss man schon mal sagen, sehr geil präsentiert. Muss ich spontan ein bisschen an 300 denken. Von der Aufmachung und von dem Gerede dazu. Oh, ein Erdbeben. Eure Mutter ist bei solchen Dingern immer durchgedreht. Noch eins. Von denen kommen noch ein paar. So, mal gucken, ob das wirklich nur ein Erdbeben ist oder vielleicht ein Großangriff oder sowas wieder. Wow, wow, wow. Schau, dass nichts kaputt ist. Dad, was passiert hier? Ach du Scheiße! Es ist Odin! Odin? Raus, Jungs. Los. Odin ist wahrscheinlich der Vulkan da vorne, oder? Und wir laufen drauf zu, okay, alles klar? Das ist kein Erdbeben! Was redest du denn da? Meine geht zum Haus und bleibt da! Geht zum Truck! Aber der verlost uns! Oder doch nicht? Ist das ein Vulkan? Lauf vor, lauf vor. Jetzt fragst du mich. Okay, wie heißt denn Logan? So wie Wolverine. Los, rein! Wovon zur Hölle hat der gesprochen? Was ist Odin? Ich glaube nicht, dass es ein Vulkan ist, sondern Odin ist eher so ein Name für so ein riesiges Militärgerät oder so. Wir werden
hilf mir hier! Okay, 3, 2, 1, schieb! Erfolgreich. Roger Mosley, verfolge Waffentestschusssignal. Hey Baker, hier ist unser Taxi. Rein mit uns. Shuttle hier Odin-Kontrolle. Empfangsbereit. Odin-Kontrolle, wir kehren um zur Besprechung mit der neuen Crew. Roger, wir bereiten Luftschleuse C vor. Shuttle in Undock-Endphase. Shuttle, 10 Meter. Beginne Rotation. Das ist also Odin. 5 Meter, Shuttle. Aber woher wusste der Vater direkt, dass es Odin ist? Rotationsdelta auf Null, Shuttle. Mosley, Luftschleuse C ist bereit. Undock. Mittelstellung aktiv, beginne 1. Verstanden. Starte, Druckausgleich. Ah, ich freue mich wirklich auf zu Hause. Wie lange ist das her? 3 Monate? Shuttle, ihr habt angedockt. Und ihr seid eingeparkt. Gute Steuer. Okay, das sind nur leere Anzüge. Baker, hilf mir beim Entladen. Warten! What the fuck? Was zur Hölle geht hier ab? Im Weltall werden wir überfallen sogar. Odin-Ladung 1 lädt. Hab ich. Los Angeles. Erfasst. San Diego. Achso, der ist tot. Erfasst. Phoenix. Erfasst. Ziel Houston. Erfasst. Ziel Miami. Erfasst. Geschätzte Verluste. Oh nein, er hat 27 Millionen. Sie laden weitere Ziele für Ladung 2, 3 und 4 hoch. Houston, was können wir tun? Odin Kontrolle. Wir haben keine Wahl. Wir lassen die Station abstürzen. Tut mir leid, Mosley. Verdammt, Houston. Baker, wir müssen uns sputen. 10 Sekunden. Alle in einem sicheren Bereich. Das Lager ist verstärkt. Mir nach. Detonieren. 3, 2, 1. Alles klar, Mosley, alles klar. Wow! Shit! Odin-Kontrolle? Empfangen Sie? Houston? Hier Mosley. Baker und ich sind noch hier. Heilige Scheiße. Verstanden, Mosley. Odin visiert Ladungen 3 und 4 nicht mehr an. Aber Ladung 2 wird noch sequenziert. Ziele erfasst. San Francisco, Denver, Kansas City, Chicago, Washington DC. Wir sind noch nicht fertig, Baker. Wir müssen zu Odin und zerstören. Aber nach Hause schaffen wir es nicht, Baker. Atlas, wie viele Grad sind zur Destabilisierung nötig? 23 Grad, Back- oder Steuerbord. Fernlenksysteme antworten nicht. 23 Grad. Wir versenken dieses Ding im Ozean. Alles klar, Mosley, alles klar. Wo muss ich hin? Du hast ihn gehört, Baker! Feuer!
ist es am Wackeln. 15 Grad. Shit, sie ist tot. Das reicht. Das ist genug, um sie abstürzen zu lassen. Wir haben Kontakt zur Odin-Kontrolle verloren. Wiederhole, Kontakt zur Odin-Kontrolle verloren. The fuck! Dad hat gesagt, er holt den Truck, wir müssen ihn suchen! Was geht hier ab direkt, ey? Krass, 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 krass. Ich bin hinter dir, Bruder. Ich bin hinter dir. Oh, fuck. Was geht hier ab? Oh. Alles klar. Das ist übelst geil. Was ein geiler Anfang. Was ein geiler Anfang. Das muss man denen schon lassen. Geil. Der Aufstieg der Föderation zur Macht begann bereits vor Jahren. Als die großen energieerzeugenden Wüsten zerstört wurden, brachen die von ihnen abhängigen Weltmächte zusammen. Die Föderation erhob sich aus ihren Trümmern. Die Föderation hat ganz Südamerika unter einer Flagge vereinigt. Und bei ihrem Vormarsch nach Norden alles in ihrem Weg verschlungen. Als sie Odin gegen uns richteten, stand die Föderation direkt vor Amerikas Haustür, bereit für den Todesstoß. Sie dachten, wir wären schwach, eine leichte Beute. Wir kämpften, doch gut, sodass wir ein blutiges Patt erreichten. Und hier, jenseits der Krater des Niemandslands, führen wir einen defensiven Krieg gegen einen überlegenen Feind.